Willkommen zurück zu Metro 2033. Und ich will gar nicht. Huch, was ist denn da aufgeblendet? Ich muss mal eben ganz. Entschuldigung, da ist irgendwas auf meinem Computer aufgeblendet. So, Timer läuft alles. Sehr schön. Und. Wir haben keine Munition. Wir haben. Es scheint mir doch so, als wäre. Huch. Es scheint mir so, als wäre vor kurzem schon jemand hier gewesen. Oder auch nicht. Und wir haben ja festgestellt, dass wir hier leckere Besucher haben. In der letzten Folge. Und ich mag keine Spinnentiere oder Skorpione oder irgendwas, was krabbelt. Das, oh, da kriege ich wohl die Gänsehaut. So, dann schauen wir mal. So, Gott. Aua, aua, aua. Ah, okay. Anscheinend mögen sie kein Licht. Hätte ich mal. Na toll. Das hat jetzt auch voll gebracht. Hätte ich mal doch den Flammenwerfer mit. Sterben die? Kann das sein, dass sie an dem Licht sterben? Wir sollten mal schleunigst weiter. Die sterben an dem Licht, okay. Ja, komm her, ich hab ein Feuerzeug. Die sterben am Licht, wie cool ist das denn? Naja, ob das so cool ist, Alter, was sind das? Oh, ein Safe. Okay, also sollten wir die. Stirb, stirb, stirb! Stirb! Boah, Alter, sind die eklig! Bah! Bah, sind die eklig! Also sollten wir. Die sterben, die sterben, die sterben, die du. Ja, du gehst sterben. Okay, man kann noch R3 drücken. Was? Okay, wir sollten auf jeden Fall uns umsehen nach dem Schlüssel. Denn der ist ja hier irgendwo. Oh, da kommt man rein. Der wird bestimmt hier drin liegen, 100%. Geht das kaputt? Geh kaputt, du Scheiß! Eierkokon! Alter, ist das eklig! Da liegt. Ich würde den Schlüssel liegen lassen. In echt. Wer weiß, wer da schon alles drauf gepinkelt hat. So, dann schauen wir doch mal. Wunderbar, wir haben den Schlüssel relativ zügig gefunden. Schauen wir mal, was wir drin haben. Wir brauchen ja unbedingt ganz schnell mal hier auch ein bisschen Munition und alles. So, das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Okay, für den Revolver haben wir nichts. Ich werde aber trotzdem mal das Feuerzeug draußen lassen, denn damit fühle ich mich ein wenig sicherer. Ja? Da ist wieder eine Tür. Oh, bitte kein Klaus. Ach, das ist diese Tür. Ach so, okay. Ich höre unsere Kollegen. Gehe ich da? Okay, ich gehe da runter. Die sterben, hier ist Licht, die sterben, hier ist Licht. Die sterben, Licht. Alter, 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 geh sterben. Alter, geht sterben, geht doch sterben, ihr scheiß Drecksviecher, geht sterben. Okay, die werden immer, okay, je mehr Licht sie bekommen, desto mehr gehen sie kaputt. Das ist natürlich geil. Du gehst sterben! Du Scheißviecher, gehst sterben! Aua, 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 aua! Geht sterben, geht sterben, geht sterben! Meine Fresse, Alter! Jetzt habe ich aber die Faxen nicht von dir.
Reflex in the house. So, gehen wir mal hier gucken. Hier scheint's. Hab ich jetzt überhaupt noch Munition? Für die Waffe? Nicht, dass ich die in der Hand halte, da hab nichts mehr. Okay, 7 Schuss noch. Oh nein, das sieht so nach Höhlen aus, als ob hier ein Riesengegner kommt irgendwann. Ich möchte das nicht. Und da ist ein Metrobuch. Haha, ein Metrobuch. Wer hätte das gedacht? Haben wir was zu lesen? So, Eintracht 3, jetzt haben wir alle drei. Yes, yes, alle drei. So. Ich habe schon Geschichten darüber gehört, dass die Erbauer der Metro nicht die ersten waren, die Tunnels und Korridore tief in den Boden unter Moskau gegraben haben. Versteckte Gänge wurden schon in der Zeit der ersten Zaren unter der Stadt gebaut, aber die Arbeiter, die sie bauten, sind Berichten zufolge auf noch ältere Höhlen und Gänge gestoßen, die aus längst vergessenen Zeiten stammen. Ihre namenlosen Schöpfer sind schon vor Jahrhunderten tausend verhunden. Jahrtausend verschwunden und haben nur endlose Korridore hinterlassen. Nicht von nichts ins Nichts dahinter führen. Und jetzt vielleicht ein paar hundert Generationen. Danach gehe ich der letzte lebende Mensch vorsichtig diesen Weg. Fängt schon wieder an zu jucken bei mir. Ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich ein Feuerzeug habe. Ich weiß nicht warum. Ich sollte aber auch vielleicht mal die Batterie nachladen. Von meiner Taschenlampe, die ich da auf dem Schädel trage. Habe ich das gerade richtig gesehen? Haben wir ein Feuerzeugsymbol gehabt? Ja, Tatsache. Das wird doch bestimmt auch leer irgendwann, oder? Ich werde die Waffe mal wechseln. Auf den... Haben wir noch... Ja, andere Munition haben wir nicht. Ich glaube, ich bleib doch dabei. Boah, diese Geräuschkulisse. Diese komische... Ich höre sie schon wieder. Das sieht jetzt wirklich so danach aus, als würde jetzt hier so gleich so eine Geisterbahn angefahren kommen. So, und hier ist so der Eingang vom Phantasialand. Anstellen. In der Rikscha-Fahrt. Ich würde gerne mitfahren. Hey! Grüß dich! Moin, Kumpel! Gott sei Dank! Du lebst. Ja, ich lebe noch. Der Hubble Stepan. Nein! Noch einer weniger. Hey, Ruhe! Ein Geräusch aus dem Tunnel. Hört ihr es nicht? Das ist echt. Da kommt etwas. Wie, da kommt etwas? Was ist geil. Denn? So. Was zur Hölle? Dürfen wir da jetzt mit? Sieht nach einem automatischen System. Geil. Ich will mitfahren. Das schaue ich mir an. Ich will mitfahren. Darf ich mitfahren? Boah, wie cool ist das denn? Darf ich gleich hier vorne stehen? Das erinnert mich auch irgendwie so ein bisschen jetzt an Half-Life. Aber volles Rohr. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl dabei. Ich auch. Ich will aber mitfahren. Ich will mitfahren. Bitte lass das Spiel sagen, dass wir hier mitfahren dürfen. Bitte. Das ist so cool. Alles klar. Es gibt keinen anderen Weg. Yes! 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 Ich feier grad voll. Lass mich fahren. Geh weg, lass mich fahren. Nein. Dann lass mich wenigstens hier stehen, okay? Türen schließen, meine Damen und Herren. D6, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei uns an Bord. Bitte schnallen Sie sich so schnell wie möglich an, klappen Sie Ihre Tische hoch, die Sitzlehnen nach oben und los geht's. Wir waren jetzt nah an D6. Kaum zu glauben, dass wir die legendäre Kommandozentrale gefunden hatten. Aber war das so viele Leben wert? Bald würden wir die Antwort wissen. Das wäre jetzt echt schade, wenn man jetzt nicht mal so eine ganze Fahrt mal sehen könnte, ey, das...
Das wäre jetzt echt schade. Ich habe mich so drauf gefreut. Toll, jetzt stehe ich auch noch hinten. Ich will hier vorne stehen. Geh weg, geh weg. Mann. Egal. Was ist jetzt? Gasmaske, oh. Schnell! Habe ich doch aufgehabt. Ich will hier nicht aussteigen. Nein, warum? Ach Mann, warum kann man nicht mal so eine Fahrt komplett sehen? Schade eigentlich. Alter, was ist das hier? Ist das noch eine Gondelbahn? Verdammt, 20 Jahre ohne Wartung sind selbst für sowjetische Militärgebäude zu viel. Pass also gut auf, besonders du, Artyom. Wow. Der Raumsch... Das sieht sauber aus. Der Kontrollraum sollte da sein. Schauen wir mal. Oh nein, Wladimir bleibt hier und gibt Deckung. Man weiß nie, was kommt. Artyom, du kommst mit mir. Ja. Jawohl, Herr Offizier. Der Raum scheint riesig zu sein. Schauen wir mal. Das ist, glaube ich, so eine komplett riesige Metrostation, so wie das aussieht hier. Wie viel Munden haben wir noch? Ei, nicht viel. Ich hätte gern jetzt ein bisschen Munition. Ja, wäre schon schön. Geht trotzdem nochmal hier schauen, weil das sieht aus, als wäre... Ja, ja, toll. Ein Filter. Gibt's denn hier auch ein... Huch, hoppala. Gibt's denn hier auch Einträge? Schau mal eben. Oh. Insgesamt 4 Einträge gibt's hier zu finden. Dann sollten wir mal die Augen aufhalten. Ich vermute mal, dass in den Metro vielleicht... In der Metro vielleicht irgendwas drin ist. In den Metrobahnen. Wäre ein gutes Versteck, übrigens. Hier kann man auch lang laufen. Lol. Jungs, wir sind auf A5 und nicht auf D6. Okay, das ist anscheinend so eine Wartungsstation von der Metro. Ja, ich weiß. Peinlich wäre jetzt wirklich, wenn mir die Filter ausgehen würden. Dann werde ich jetzt nochmal ganz schnell und schleunigst mal eben in der anderen Metro nachschauen. Nach einem Buch oder so. Das könnte ja gut sein, dass wir... Huch, wo war der Eingang? Ah, hier. Ja, hier haben wir noch nicht geschaut. Da ist aber nichts. Dann gucken wir doch mal hier. Okay, auf den Sitzen ist, glaube ich, nichts. Andersrum ist auch nichts. So. Hier steht eine Kiste. Yes! Alter, geil. Aber toll. Kugelmunition, die brauche ich gar nicht. Habe ich noch nie ausprobiert, die Kugeln. Sollen aber ganz gut sein. Genau so hatte ich mir alles vorgestellt. Diese Gebäude haben etwas. Und zwar eine sowjetische Seele. Aber was weißt du schon davon? Ich weiß davon gar nichts. Ich komme ja auch nur aus Bottrop. So. So, gehen wir nochmal hier schauen. Hier steht, dass es oben ein Luftfiltersystem für Notfälle gibt. Diese Systeme wurden robust gebaut. Gut möglich, dass es noch funktioniert. Ja, geh du mal ruhig da gucken. Ich werde mal... Nein, nicht auf die Uhr gucken. Ich werde mal eben mich hier umsehen. Ob ich nicht vielleicht... doch ein erstes Metrobuch finde, aber anscheinend war da nichts gewesen, also gehen wir doch auch rauf und folgen ihm einfach mal. Ja. Hui, sehr schön. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht macht er ja Licht an und dann sehen wir mal den großen Raum. Hey, Mädel, was ist los? Nichts Gutes. Wir haben zu sehr auf diese Maschinen vertraut. Muss alles von Hand repariert werden. Artyom, da ist ein Notstartsystem. Geh nach oben zu diesem Vorsprung. Ich sag dir dann, was du tun musst. Okay. Ich sag dir dann, was du tun musst. Boah, sind die Türen schwer. Huh. Wow.
Das ist aber auch so mit diesem Filter, so mit dieser, mit diesem Nebeleffekt, das sieht schon toll aus, muss ich echt mal sagen. Ja, ja. Ich hab sie schon zuerst die Abdeckung öffnen, okay. Also öffnen wir erstmal die Abdeckungen. So. Die Abdeckung haben wir geöffnet. Jetzt geht er auch noch nach Reihenfolge. Ich werde bekloppt. Welcher Knopf ist das denn hier? Knopf 1, okay. Okay, doch nicht nach Reihenfolge. Aber selbstverständlich. Und vierter Knopf. Vierter Knopf. Jo. Bin schon dabei. Hurra! Okay, Soldaten, zum Bahnsteig. Wir versuchen, das Ding zu starten. Uah. Das geht doch. Das hält doch. Uah. Das hält doch nie im Leben. Los! Starten! Keine Chance! Nochmal versuchen! Hoffnungslos! Scheiße! Oh. 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 Cool. Genau wie in den Hollywood-Filmen über die Sowjetunion. Genau, einfach draufhauen und zack geht alles an. Was ist los? Alter, Alter. Alles gut. Artyom, wow. Wir rücken ab. Genug mit der Ausrüstung gespielt. Was ist das denn für eine coole Gondelbahn? Ich fahre gerne Gondelbahn und dazu esse ich Marzipan. La. Ich fahre gerne Gondelbahn und dazu esse ich Marzipan. Den Klaus nehme ich mit. Der kriegt von mir immer einen Tritt. So. Mach Tür zu. Es zieht. Los. Bisschen eng hier, Jungs, ne? Darf ich mich da drauf stellen? Nein, darf ich nicht. Diese kleine Leiter kann Artyom nicht benutzen. Gott sei Dank müssen wir nicht den ganzen Weg gehen. Aber irgendwas fühlt sich hier falsch an. Sei froh, dass die Gondelbahn überhaupt funktioniert und dass wir jetzt nicht abrutschen. Das würde übel ausgehen. Ich will da unten gar nicht hin. Ah, okay. Gott sei Dank. Ullmann nach links. Professor nach rechts. Artyom, gib mir Deckung. Können wir nicht hier mitfahren? Wenn die Pläne stimmen, müssen wir dahin. Aber wie können wir das Tor öffnen? Ideen? Artyom. War ja klar. Ideen? Artyom. Wieso muss ich immer Ideen haben dafür? Könnt ihr nicht selber... Okay, da können wir wahrscheinlich das Tor öffnen. Können die selber auf die Idee kommen, das Tor zu öffnen? Was wenn? Okay, hier ist nichts. Hallo? Wieso kann ich hier nichts machen? Ah, guck einer an. Auf einmal kann er das. Mhm. Haha, hört, hört. Komisch, ne? Trete ich gleich im... Oh. Wo will die hin? Ach, Ullmann, los geht's. Sehr schön. Und jetzt, wo fährt sie jetzt hin? Bleibt da stehen. Na toll. War das jetzt ein Feuerlöscher? Huch, hallo? Und jetzt leise. Los. Ja, immer mit der Ruhe. Hier liegt jede Menge Gezeus rum. Ja, sehr schön. Und Munition en masse. Das ist sehr, sehr nice. Können wir nämlich genug von gebrauchen, von Munition. So, jetzt sind wir wieder super ausgerüstet. Das finde ich klasse.
Das finde ich klasse, das finde ich klasse. Das hat doch schon wieder Masse. So, liegt hier was drin noch? Oh, nein, ich werde bekloppt. Ein Schlüssel. Und ein Medipack. Und Bücher, die einfach auf den Boden fallen. Mit Metro 2035 Buch. Ich weiß gar nicht, ob es das schon gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist der Safe? Wo ist der Safe? Wo ist der Safe? Hier war ja nichts, ne? Ne, da war nichts. Also vermute ich mal, dass der Safe doch wahrscheinlich einen Raum weiter sein wird. Ullmann, bewachen Sie die Tür. Vladimir, oder auch das nicht. Ist dein Gebiet. Was brauchst du? Anleitung A124, Seite 3. Platina DS22. Ah, genau. Da. Tolles Gefechtnis, Vladimir. Ich habe immer gesagt, dass die Armee etwas wert ist. Endlich zahlt sich die Ausbildung aus. Es funktioniert. Super. Aufgezeichnet. Yes. Erstens. Gestorben. Zweitens. Zerstört. Drittens. Viertens. Fünftens. Achtens. Zehntens. Das kann nicht sein. Hier, hier ist einer. Jetzt kriege ich alle Informationen. Was zum Teufel ist passiert? Map. Was ist mit dem Hauptstrom? Anscheinend ist der Reaktor deaktiviert. Von hier aus können wir nicht starten. Wir müssen ihn auf unterster Ebene von Hand starten. Dem Planer ist das nicht schwierig. Geht fast alles automatisch. Hör auf zu lachen. Wie kommen wir runter? Nun, eine Etage tiefer ist ein Aufzug. Aber um ihn betreiben zu können, müssen wir alles andere ausschalten. Sogar das Notlicht. Dann haben wir keine andere Wahl. Danke, Wladimir. Bleib hier und pass auf. Wir beeilen uns. Artyom, Ullmann, mitkommen. Jawohl. Was mir auch aufgefallen ist, das Spiel hat gar keine Zwischensequenzen, sondern das läuft einfach so komplett durch und das ist einfach im Spiel sind die Zwischensequenzen gemacht. Finde ich auch sehr schön. Ja, und auch... Was ist denn das? Was ist denn das? Alter, was ist das denn? Scheiße. Ich wusste, es ist nicht einfach. Hier kommen die Söhne der Apokalypse. Yeah. Planänderung. Sie verteidigen mit Wladimir die Stellung. Wenn etwas passiert, schicke ich Artyom. Viel Glück. Schicke ich Artyom. Viel Glück. Okay. Das heißt, wir werden jetzt wieder Gondelbahn oder Seilbahn fahren. Ja, ich fahre ja so gerne Seilbahn. Und wie es dann weitergeht und was es mit diesen komischen Kugeln auf sich hat, werden wir in einer weiteren Folge, denke ich mal, herausfinden. Und dann solltet ihr wieder einschalten. Also macht's gut. Ciao.